Noch 5 Minuten. Oh, das ist der Wecker. Wie spät ist es denn? Vicky, steh auf, beeil dich. Na gut, ich gehe erstmal ins Bad. Ich bin die Nächste. Es ist erst 7. Ich werde noch schlafen. Ich muss mir erst das Gesicht waschen. Was ist denn los? Wurde das Wasser abgestillt? Mama, was sollen wir jetzt tun? Oh, ich weiß. Wir können das Wasser aus einem Blumentopf nehmen. Wirklich? Lass mir ein paar Tropfen übrig. Hier, bitte sehr. Schatz, beruhige dich. Nimm ein Handtuch. Ich habe es so satt, arm zu sein. Warum ist sie sauer? Hm, was soll ich kaufen? Oh, ist das ein Lotterielos? Ich habe kein Geld für meine Lieblingssachen. Ich nehme mir einfach eine Banane. Hallo. Hallo, ich nehme das hier. Das war's? In Ordnung. Warte, lass mich meine Münzen zählen. Hier ist eine. Das war's. Bist du sicher? Ja. Tut mir leid, aber das ist nicht genug. Bitte. Ich denke, ich kann dir eine halbe Banane verkaufen. Hier hast du sie. Wirklich? Danke. Kein Problem. Du hast einen Lottoschein. Willst du die Zahlen auf dem Bildschirm überprüfen? Warum nicht? Lass uns mal sehen. Das gibt's doch nicht. Ich habe gewonnen. Ja. Ich kann es nicht glauben. Hier ist dein Millionen-Dollar-Scheck. Glückwunsch. Du kannst ihn für alles ausgeben, was du willst. Das werde ich auch gleich tun. Jetzt kann ich mir alles in diesem Laden kaufen. Klar doch. Nimm eine Limonade und mein Lieblingsmüsli. Und diese teuren Chips auch. Ich brauche nicht mehr zu sparen. Das sieht schön aus. Kommt rein. Ihr seid nicht an Luxus gewöhnt, aber das ist unser neues Zuhause. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist ja wie eine richtige Villa. Wir haben alles hier drin. Ich habe noch nie in so einem Bett geschlafen. Mama, warum liegst du hier? Steh auf. Dad, fass nichts an. Du machst es noch kaputt. Hör zu, das ist mein Zimmer. Meins, kapiert? Verstreu deine Sachen nicht hier. Wo soll ich sie denn hinstellen? Du hast ein eigenes Zimmer. Aber dieses Bett ist so bequem. Mach es dir in deinem eigenen Zimmer bequem. Ich werde es euch zeigen. Die Einrichtung ist vertraut. Kommt doch rein. Dieses Zimmer ist so klein. Ihr könnt eure Sachen auf den Boden stellen. Da drüben ist auch noch ein kleines Regal. Was ist das? Hier sollen wir also schlafen? Ja, das ist euer King-Size-Bett. Aber es ist eine Kiste. Fühlt euch wie zu Hause. Naja, wir sind daran gewöhnt. Stimmt, wir werden schon klarkommen. Kommt schon, Leute, fangt an zu tanzen. Eine reiche Vicky liebt es, ihr zu Ehren laute Partys zu schmeißen. Die Musik ist so gut. Ich bin der beste DJ der Stadt. Schnappt euch eure Drinks. Das ist ein kühler Cocktail. Prost! Warte, ich bin spät dran. Lasst es uns nochmal machen. Hm, der ist wirklich lecker. Wo ist Vicky? Schon wieder am Feiern. Ich verstehe. Oh, das ist ein Anruf von ihr. Hallo, Schatz. Willst du, dass wir kommen? Schau mal, DJ Leo legt dort auf. Das sieht wirklich cool aus. Komm schon. Deine Kutsche, mein Schatz. Ich will alles sehen. Schnall dich an, Schatz. Vicky, wir sind da. Hey, wie geht es dir? Oh, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Bitte räumt hier auf. Wir gehen woanders hin. Oh, wo wollt ihr denn hin? Es sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl, als hier aufzuräumen. Das Konfetti ist überall. Feg schneller. Das tue ich ja. Lass uns fertig werden. Oh, hat jemand sein Geld vergessen? Ich werde es als Trinkgeld für die Arbeit nehmen. Wow, es ist echt. Versteck es und lass uns hier verschwinden. Ein bisschen mehr Highlight auf den Wangenknochen. Keiner kann mich überstrahlen. Hab ich dich, Goldlöckchen. Deine kostbaren Locken werden mir gehören. Nein, Hilfe. Wo willst du denn hin? Du kannst nicht vor mir weglaufen. Ich weiß, was man mit reichen Leuten wie dir macht. Was? Hilfe, ich bin im Sparschwein. Da kommst du nicht mehr raus.
Ich muss mich frisch machen. Ich habe nicht genug Schlaf bekommen. So ist es schon viel besser. Komm her. Was hast du denn da im Gesicht? Wow, das ist nicht normal. Autsch. Sieh mal, das ist ein kleiner Diamant. Ich muss aufwachen. Das kann nicht echt sein. Manchmal können Träume seltsam sein. Vielleicht können wir sie um einen Bissen bitten? Seid ihr hungrig? Nehmt es. Wirklich? Das sind doch nur Reste. Ich liebe Pizzateig. Du bist ein ungeschliffener Diamant. Lass mich wie einen echten Diamanten aussehen. Lass mein Gesicht schlanker aussehen. Betone meine Wangenknochen. Klar, ich werde die Linien wie auf einer Konturenkarte zeichnen. Lass uns einen hellen Akzent setzen. Die Lippen sollten ausdrucksstark sein. Genau so. Dein Make-up ist fertig. Was hältst du davon? Machst du Witze? Es sieht aus wie Dreck. Ich muss diesen Albtraum entfernen. Hilf mir dabei. Ich versuch's ja. Deine Lieblingsnachos mit Kaviar. Ich kann es nicht mehr sehen. Geh mir aus dem Weg. Wir sind beim Schminken. Füge mehr Rouge hinzu. Einen Moment. Was ist mit Pizza? Ist das dein Ernst? Wer isst denn Pizza zum Frühstück? Du verstehst mich überhaupt nicht. Warte, wir sind noch nicht fertig. Was würdest du gerne essen? Wozu die Eile? Ich verstehe das nicht. Wow, eine große Pizza. Die ist ja noch warm. Genau das, was man am Morgen braucht. Was ist das denn? Ich probiere mal. Ich bin ein Star. Die armen Eltern sind froh, wenn sie überhaupt einen Krümel zu essen haben. Während ihre reiche Tochter ihre Lieblingsleckereien genießt. Ah, ihre Teller sind voll mit leckerem Essen. Ich will auch Früchte essen. Hier, probier mal die Trauben. Die ist zu sauer. Gib mir eine andere. Probier mal die hier. Die schmeckt auch so. Sie füttert sie. Sie zahlt dafür. Die Erdbeere ist süß. Bring ihnen auch etwas. Schatz, wir essen jetzt. Endlich, ich habe schon lange kein Restaurantessen mehr gegessen. Der Kuchen ist süß. Ist es für uns? Guten Appetit. Eine reiche Tochter kann jede teure Leckerei bestellen. Ich habe noch nie Kaviar probiert. Dieses Essen riecht reich. Vergiss nicht, Gemüse zu essen, Schatz. Ihr seht aus, als hättet ihr noch nie Essen gesehen. Ich bin satt. Ihr könnt es aufessen. Toll. Danke, Tochter. Das Essen war köstlich. Ich bin so satt. Hier die Rechnung. Ich dachte, Vicky hat das Essen bezahlt. Was sind das für Zahlen? Das sind ja unendliche Zahlen. Was sollen wir tun? Das ist alles deine Schuld. Du hast es auch genossen. Trag die schmutzigen Teller in die Küche. Und vergiss das Tablett nicht. Was für ein Tag. Ich frage mich, was da drin ist. Bist du bereit? Lasst uns die Party beginnen. Mädels, ihr seid gekommen. Alles Gute zum Geburtstag, Vicky. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt so viele Geschenke mitgebracht. Dankeschön. Die reichen Freunde von Vicky schenken ihr nur die teuersten Sachen. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Ist das ein Teddybär? Schau mal, was meine Freunde mir geschenkt haben. Ich bin jetzt erwachsen. Ich brauche keine Plüschtiere. Du kannst gehen. Ein Snack? Vicky hat die besten Partys. Du brauchst eine Minute? Ich hab's. Achtung, bitte. Er will mir zu Ehren einen Toast ausbringen. Ja, sowas in der Art. Ich möchte dir mitteilen, dass auf deinem Konto kein Geld mehr vorhanden ist. Sie ist bankrott gegangen? Was? Lasst uns hier verschwinden, Mädels. Nein, bitte. Geht nicht. Jacob, lass mich nicht allein. Lass mich los. Ich dachte, wir wären Freunde. Alle sind gegangen. Schatz, reg dich nicht auf. Hier, nimm das. Mama, es tut mir so leid. Wir werden dich nie verlassen. Wir sind deine Familie. Geld ist nicht wichtig. Mach dir keine Sorgen darüber. Wir werden immer für dich da sein. Hat dir unser Video gefallen?
dann gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns!